Hier Tee. Mama war frühstücken mit ihren Friends. Die kommt aber jetzt wieder. Und oh, der schläft noch. Der hat bis 5 Uhr morgens Call of Duty gespielt. Ja, typische Männer, ne? Wenn die was Neues haben, was ausprobiert, was sie nicht mehr kennen. Ja, jetzt warten. Also warte ich auf ihn. Wir müssen nämlich heute noch. Ich habe den Kaufvertrag für unser Auto gedruckt. Jetzt müssen wir auch. Wir müssen halt die Papiere abgeben und morgen wird das Auto dann abgemeldet und neu angemeldet und wir müssen das Auto, was wir jetzt gekauft haben, morgen anmelden. Ich bin schon gespannt, wie sich das fährt und so. Ich denke mal tausendmal besser als unseres jetzt. Ich bin, wir hatten noch nie ein Audi. Bin mal gespannt, wie der ist. Ich kann eigentlich nur BMWs und Mercedes Autos. Aber ein Audi war ich glaube ich noch nie. Doch mal ein Audi TT. Obwohl, ja, das war's auch. Aber ich bin mal gespannt, wie das auch hier ist. Mir gefällt die A-Reihe total. Mal schauen. So. Genau. Oh, mein Arm tut weh. Ja, ich muss mich jetzt auch noch fertig machen, schminken. Ich wollte diese Churros machen heute. Ich weiß nicht, ob es Spritzbeutel ist. Und ich wollte es machen, wenn nach dem Auto da ist, also nach dem Essen oder so. Obwohl, nach dem Essen schmeckt es auch nicht, ne? Da hat man keinen Platz mehr im Magen. Ich mache das gleich am besten direkt. Das Problem ist, man muss es auch wirklich frisch essen. Und das ist Fatty Swag, also es macht fett. Geh mal raus, Maus. So. Einmal raus, einmal. Oh, mein Fingerchen. Genau. Ist Hakan wach? Ja. Hakan hat Musik. Ich habe für Hakan eine Bewerbung geschrieben. Praktikum. Ich habe jetzt zur Sicherheit 2 Stück ausgedruckt. Der will nämlich als Kaufmann für Versicherung und Finanzen ein Praktikum machen. Da hat er schon mal ein Praktikum gemacht. Aber jetzt will er noch eins machen. Runter da. Ich weiß, was du willst. Runter. Ich stelle mal kurz die Stühle um. Sonst geht Lena die ganze Zeit auf den Tisch. Röschen war ein kleines Kind, kleines Kind, kleines Kind. Röschen war ein kleines Kind. Lina, ja, Lina, ja, Lina, Füße, Kürzen, ja, Lina, eine Gülm, Lina, euch. Ja. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir kriegen jetzt gleich Besuch. Einer kommt das Auto abholen und Shivan kommt einfach so. Was denn? Willst du die Kamera? Okay. So, und Tina spricht weiter. So, da gleich Besuch kommt, habe ich jetzt hier diesen Etagere vorbereitet mit ein paar Süßigkeiten. Das waren übrigens die Schokolade vom C&A Adventskalender. Total, total hochwertig sieht das aus. Hier habe ich dann Mauer Arm, Center Shocks und so Hustensalbei-Bonbons. Die waren in der Brandnussbox, glaube ich, drin. Und hier habe ich noch Bohne und weiße Duplo-Schokolade. Das ist dieser Stativ, ne? Stativ sage ich. Dieser Etagere ist sowas von unstabil. Voll scheiße. Ja, ne, ich komme jetzt. Ja, ne. Langsam, ne? Hallo, ihr Lieben. Ja. Ich war gerade beim Penny und wollte die Adventskalender kaufen, damit ich wieder ein Adventskalender-Unboxing machen kann. Aber die Dame meinte, nee, das ist ab Donnerstag gültig. Obwohl in dem Prospekt stand ab Montag. Ja. Wenn man keine Ahnung hat, ne? Naja, jetzt muss ich sehr wahrscheinlich später noch machen. Ich bin extra früh aufgestanden. Also was heißt früh aufgestanden? Ich war eh wach, aber ich bin extra früh dahin.
weil man weiß ja nie. Ich habe mir jetzt Rosen gekauft. Ich beschenke mich selber. Aber ich muss erstmal dieses Pulver reintun, merke ich gerade. Ich tue erstmal nur eins rein und danach. Nee, ich tue beides rein. Moment. So, Shivan und Audel gehen übrigens jetzt das Auto abholen. Audel hat gerade das Auto angemeldet und bla bla bla. Und dann haben wir endlich das Auto. Audel ist ja heute mit der Bahn gefahren. Voll komisch. Seit 2 Jahren fährt er nicht mit der Bahn. Also klar, ab und zu, ne? Aber wenn man so, wenn kein Auto mehr hat, dann ist es schon komisch. Egal. Kann auch mal sein. Ist auch nicht so kalt draußen. Das Wetter tut gut. Ja. Wir waren gerade bei Kick und ich habe Lina so eine Kasse gekauft. Sie spielt gerade damit. Ich wollte die schon letztens bei Dingens holen, bei sowas, aber die waren mir zu teuer. Da kostet die 35 Euro und die anderen waren ausverkauft. Bah. Genau. Jetzt muss ich die Blumen am Ende auch noch hier schneiden. Moment. Ja, also auf jeden Fall hat Lena jetzt ihre Kasse, spielt damit. Ich muss Essen vorbereiten. Die Jungs müssen ja jetzt erstmal weit wegfahren. Ich glaube, 1 Stunde Weg haben die vor sich und dann wieder 1 Stunde zurück. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, der hat heute extra freigenommen, weil der hätte das nicht geschafft. Also der hätte das geschafft, aber unter Stress und das ist ja nicht schön. Ich wollte angeblich jetzt das Video abdrehen fürs Adventskalender, wenn Lina steht, aber das war dann wohl ein Fail. Jetzt bin ich unnötig rausgegangen. Und unser Wunschkennzeichen hat auch nicht geklappt, alles war vergeben und das alte Kennzeichen konnten wir nicht nehmen, weil der Junge, der das jetzt abgekauft hat, hat noch unser Kennzeichen, der muss das jetzt so schnell wie möglich abmelden. Dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, spaß dir die 20 Euro, nimmst du irgendein Kennzeichen. Er meint, ich habe alles versucht, dein Geburtsdatum, mein Geburtsdatum, unser Heirats, also weil wir geheiratet haben, Ninas Geburtstag, alles. Da meinte, funktioniert nichts. Naja, egal jetzt. Ist eigentlich auch unnötig, oder? Was denkt ihr darüber? Wie ist es bei eurem Auto? Ich merke gerade, das sind viel zu viele Blätter. Ich glaube, ich muss 2 verschiedene Vasen nehmen. So, jetzt könnt ihr schön aufgehen, ihr Süßen. Ja, ich muss 2 verschiedene nehmen, sonst wird das zu verstopft. So sehen die übrigens aus. Ja, ich will einfach das. Das ist zwar was ganz anderes, aber egal. Langsam, na, Mädchen. Tut dir nicht weh. Ja? Macht's Spaß? Ja. Anna. Jenna. Anna. Ja, ja. Bitte. Ja, okay. Du musst auf diesen Knopf drücken, damit das wieder angeht. Ja. Komm mal her, Gabriel. Kassaida, geht's nicht? So ihr Lieben, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich gekauft habe alles. Also ich wollte jetzt Paprika Sahnehähnchen machen mit Reis und Salat, aber wir haben keinen Hähnchenbrust mehr da. Aber der geht jetzt, der muss sowieso nach Kalk. Der holt mir jetzt Hähnchenbrust und dann kommt er nach Hause. Dann war bei Penny das für 1,50 reduziert. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen, falls Besuch oder so kommt. Also 1,50 ist ja nichts, finde ich. Dann habe ich für Lina Zahnbürsten mitgenommen, weil ihre Zahnbürsten, sie hat das letztens hier reingeschmissen, da wo die dreckigen Teller waren. Und natürlich habe ich das dann weggeschmissen. Ne?
Dann haben wir hier einmal Pizzakäse für dieses Paprikasahnehähnchen. Nein, ich mache da gerne noch Pizza drauf. Und dann habe ich hier nochmal so Nuss-, Frucht- und Schoko-Erdnüsse. Das habe ich für Lina geholt, damit sie das so snacken kann. Lina Bundani Jenmin. Was willst du? Deine Zahnbürste? Sollen wir deine Zähne putzen? Warte. Ja, jetzt muss ich auf Audan warten, bis der das Hähnchen rausbringt. Ach, mein Deutsch. Bist. Ah, oh Mann. Das kommt davon, wenn du die ganze Zeit kaputtes Deutsch redest, damit andere dich verstehen. Also, Audan bringt jetzt erstmal die Hähnchenbrust. Und dann müssen wir kurz runter das abholen, damit er auch schnell das Auto abholen fahren kann. Der hat jetzt auch alles gemacht, habe ich euch schon erzählt, ne? Ja. Ja, jetzt warten wir einfach nur und ich bin gespannt, wie das auch so ist. Ah, schön machst du das. Soll ich dir helfen? Nein? Okay. Nein. Bunları koy içine. Bekle. That makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. 'Cause you. Schaut mal bitte, wie viel Tiramisu wir noch haben, okay? Von dem Ganzen nur noch 3 Stück. Das schmeckt super, super lecker. Ich verlinke euch das Rezept unten in der Infobox. Das ist nämlich von der lieben Kiki. Und schmeckt super lecker. Ich zeige euch auch gleich unser neues Auto. Obwohl, ich kann es auch hier zeigen. Moment. So, das ist unser neues Auto. Da, das Audi, seht ihr das? Das silberne? Ja, ich finde das ganz schön. Also, ist echt ein sehr, sehr schönes Auto. Da sind auch die Jungs direkt. Dann müssen wir gleich die Reifen holen vom alten Auto und dem Jungen das geben, weil der hat hier mit dem Reifen zusammengekauft. Und ja, mal schauen, wie wir das jetzt machen. Wir müssen noch zur Bank, dann müssen wir die Reifen Reifen bei Mama abholen. Ich weiß nicht, ob wir die direkt dem Jungen bringen oder ob Order das morgen dem Jungen bringt. Schenken wir das morgen dem Jungen. Und dann wollte ich eigentlich zu Poco so eine Marmorfolie holen, aber das schaffen wir heute gar nicht mehr. Lina, langsam, ne? Du sollst dir nicht wehtun. Ja.
Ich habe so viel gespült, Leute. Schaut mal, das ist die zweite Ladung. Es ist so schlimm ohne Spülmaschine. Oh Mann. Ja, jetzt werde ich ein bisschen mit Lena Bücher lesen oder mit der Kasse spielen, mal schauen. Und dann warten wir auf Anders Anruf. Die sind jetzt, wie gesagt, bei der Bank. So, ihr Lieben, Audrey hat gerade... Oh, scheiße. Ich sehe gerade die Wäsche. Ich muss Wäsche aufhängen. Audrey hat auf jeden Fall gerade die Reifen abgegeben, dem Jungen, der das Auto gekauft hat. Und ich wollte jetzt ein Bad einlassen, damit wir mit Lena zusammen baden. Hallo. Lena, nicht unnütz. Nicht unnütz, den Ding zu ziehen. Das Wasser zu... Hier toll, ein schönes Chicken, Lena. So, ich lasse jetzt auf jeden Fall das Wasser ein. Und während das Wasser dann hier, während die Wanne voll wird, muss ich dann Wäsche aufhängen, auf jeden Fall. Sonst stinkt die bis morgen. Die ist jetzt schon seit 2 Stunden fertig und ich mag das nicht mehr, dass es zu lange da drin ist. Sonst stinkt das. Was willst du mit der Mülltonne? Nein. Hör auf, Anja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir melden uns, wenn der Audio da ist, am besten.